Kerzen leuchten überall, Gott hat wohl bedacht. Frieden mit dem Kind im Stall in die Welt gebracht, in die Welt gebracht. Kerzen leuchten überall und dir heller Schein leuchtet wie ein Sonnenstrahl in die Welt hinein, in die Welt hinein. Kerzen leuchten. Kerzen leuchten überall, ein Adventslied von Steffen Janetzko. Der Text ist von Rolf Krenzer. Ich habe dieses Lied aus dem Liederbuch von Steffen Janetzko, Ich schenke dir einen Stern. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. In diesem Buch sind sehr schöne Lieder drin, kann ich euch nur weiterempfehlen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe dieses Lied im zweiten Bund mit dem Capo gespielt, mit den Griffen D, G, A. Damit sind wir in der gleichen Tonart, wie Steffen Janetzko das auch auf der CD spielt. Warum das aber nicht wirklich die Tonart D-Dur ist, erkläre ich euch gleich noch. Jetzt erstmal zur Begleitung. Begleitung habe ich sehr einfach gehalten. Es ist wie fast immer der Orangeschlag 1, der geht so. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Die dritte Strophe habe ich etwas aufgelockert. Ich habe da einfach nur runtergeschlagen, also ganz leicht zu spielen. Im Nachspiel, da habe ich noch etwas anders gespielt. Ich habe von oben nach unten nur geschlagen und etwas dabei gedämpft. Das heißt, man legt dann gleichzeitig hierbei die Handkante auf den hinteren Bereich der Saiten, also kurz vor dem Steg. Jetzt kommen wir noch eben zur Auflösung der Frage, warum ist dieses Lied nicht in D geschrieben, wenn ich ein Capodaster im zweiten Bund aufsetze. Das Lied war also mit den Griffen D versehen, deshalb schiebe ich ein Lineal auf D ein. Einstellen bedeutet in dem Fall, ein Lineal wird mit dem Buchstaben D auf diese römische 1, also auf diesen roten Flecken hier geschoben. Das ist unsere Einstellmarke. Jetzt habe ich für das Lied aber den Capodaster im zweiten Bund verwendet, das heißt, der Griff D wurde verschoben mit dem Capodaster quasi um 1, 2 Bünde. Und das bedeutet, das Lied ist wirklich in E erklungen. Ihr seht schon, mit diesem Gerät ist das alles kein Hexenwerk. Man kann sehr viel damit erklären und natürlich auch zum Beispiel zum Transponieren verwenden. Also das Lied klang in E-Dur, da hätte man andere Griffe nehmen müssen und die wären euch wahrscheinlich schwerer gefallen. Das wären nämlich die Griffe E, A und B gewesen. So haben wir aber leichte Griffe und ihr könnt mit Sicherheit das Lied auch spielen, auch wenn ihr noch am Anfang seid. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, euch das Lied gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt das Video vielleicht mit anderen, dass sie auch hier das Gitarre spielen lernen und diese ganzen Lieder auch haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.